Dankeschön. Gott ist der rechte Wundermann. Und diesen Wundermann brauchen wir für 2021. Dass wir Zeichen und Wunder erleben. Und wir werden auch als Kinder Gottes Zeichen und Wunder brauchen. Denn wir brauchen diesen Gott, der uns begleitet, beschützt, bewahrt, durch all die Höhen und Tiefen führt und uns ans Ziel bringt. Also ich bin Gott dankbar für die Gedanken, die wir auch heute Abend miteinander teilen dürfen. Mein Thema ist der gesegnete Weg. Geh einen gesegneten Weg, einen beschützten Weg, einen gesicherten Weg. Das ist, worüber ich sprechen möchte. Ich werde dir ein paar Geheimnisse verraten für 2021. Gehe nur gesegnete Wege. Gib dich ab nur mit gesegneten Menschen. Esse nur gesegnete Speisen. Ja, gib dich ab mit erfolgreichen Menschen. Du wirst merken, dann wirst du auch erfolgreich sein. Also, mit was du umgehst, das steckt dich an, vor dem färbst du ab. Wir sind so wie Chamäleons, also wir nehmen das Umfeld wahr und so weiter. Gib dich ab mit zufriedenen Menschen, du wirst auch zufrieden sein. Gib dich ab mit dankbaren Menschen, du wirst auch ein dankbarer Typ werden, in aller Liebe. Und lebe ein gesegnetes Leben. Das ist, was ich verkündigen möchte. Ich habe in meinem Leben eines gelernt, als wir Christen wurden, hat mein Vater bei uns zu Hause eingeführt. Wir wollen zu Hause am Tisch beten. Wir sind keine Schweine. Und deshalb hat man dann angefangen, am Tisch zu beten, Gott zu danken für Speis und Trank. Und es ist wichtig, dass wir gesegnete Speisen essen, gesegneten Trank trinken, auch wenn es nur Wasser ist und nur Brot ist. In aller Liebe. Denn wenn du das Gesegnete isst, isst du vollwertige Speise und keine verdorbene Speise. Und selbst wenn es verdorben wäre, das würde ja gar nichts passieren. In der Bibel heißt es, die da glauben, selbst wenn sie etwas Giftiges oder Vergiftetes essen, wird es ihnen nicht schaden. Ich habe eines gelernt von Tieren. Ich habe beobachtet die Tiere. Ich glaube, dass es so ist. Tiere fressen nichts Verdorbenes. Die fressen nichts Verdorbenes. Wenn es schlechtes Fleisch ist oder vergiftetes Fleisch ist, die spüren das. Und deshalb, auch wir Menschen sollten sehr sensibel sein. Wenigstens so sein wie die Tiere, wenn schon nicht was Besonderes sind. In aller Liebe. Also lebe das gesegnete Leben, gehe gesegnete Wege. Es ist ein geistiges Gesetz. Arbeite mit gesegneten Menschen zusammen. Höre gesegnete Predigten, Predigten, die dich motivieren, die dich nicht nur unterhalten, sondern die dich motivieren, vorwärts zu gehen, weiterzugehen. Arbeite mit erfolgreichen Menschen, arbeite in einer erfolgreichen Firma, dann wirst du auch Erfolg haben. Arbeite mit siegreichen Menschen zusammen und du wirst siegreich sein. Arbeite mit Waschlappen, Feiglinge und Weichlinge zusammen, du wirst selbst angesteckt mit der Angst, von der Angst und so weiter. Wenn du dich abgibst mit Leuten, die über Corona reden, nur noch Tote, 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 am laufenden Band lauter Tote und Infizierte und Risikopersonen und so weiter, dann wirst du auch so einer werden und glauben, ja, ich kann auch sterben, mir kann was passieren. Ich denke nur an Lot. Lot in der Bibel, der ist mit seinem Onkel Abraham ausgezogen und solange er mit Abraham zusammen war, war er gesegnet auf der ganzen Linie. Und dann hat er sich getrennt vom Onkel Abraham und dann ging es mit ihm Stück für Stück bergab. Nicht damit auf einmal mit einem Schlag. Er dachte in Sodom, die Leute in Sodom sind prima Kerle. Da haben wir Gymnasium, da haben wir Marktplatz, da haben wir einen Supermarkt, da haben wir alles. Und hat sich in Sodom und Gomorra niedergelassen. Aber das waren lauter verdorbene Menschen. Gib dich ab mit verdorbenen Menschen, du wirst auch verdorben. Von Lot heißt es dann einmal, und er saß im Rat von Sodom. Er kam sogar in der Gefangenschaft. Als Sodom einmal fiel, wurde dann entführt in der Gefangenschaft und Abraham musste mit seiner Armee ihn befreien. Er verlor alles danach am Schluss, was er erwirtschaftet hatte, was er durch den Segen Gottes erreicht hat. Du verlierst alles, was du im Segen Gottes erreichst, wenn du dich mit falschen Leuten abgibst. Ich werde Psalm 1 betrachten heute, ganz dieses Liederbuch der Bibel aufschlagen, Psalm 1. Und da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Also wohl dem Menschen, der hier positive Gedanken hat, positive Lieder singt, positive Predigten hört, positive Gebete spricht, wohl dem Menschen. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser oder an einem Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Also so ein Mensch möchte ich sein und so ein Mensch möchte ich bleiben, dass alles, was ich mache, vergoldet wird, veredelt wird, gesegnet wird. Aber so sind die Gottlosen nicht, steht in der Bibel. Sie sind wie Spreu.
die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Ich meine nicht in der Kirche, in der Gruppe, sondern einfach in der Gesellschaft der Gerechten, der Gläubigen. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Denk an die DDR, denk an die Sowjetunion, denk an all die Menschen, die ohne Gott und Sonnenschein die Ernte einbringen wollten. Das hat nicht geklappt. Glücklich und gesegnet ist der Mann oder der Mensch oder der Christ, der gute Berater oder erfahrene Berater hat, der gute Partner und Freunde hat, der gute Mentoren hat, gute Lehrer hat, gute Betreuer hat, der einen guten Beistand hat, die ihn positiv ermutigen, die nicht nur an ihm kritisieren und rumnörgeln und ihn irgendwie kommandieren. Nein, der gute Berater hat. Glücklich zu preisen sind all diejenigen, die nicht den Weg der Sünde gehen, das heißt der Rebellen, der Widerständler, auch wenn sie Querdenker sind, egal was für Sorte diese Menschen sind, wohl dem, die einfach ihren Weg gehen mit Gott. Glücklich zu preisen sind diejenigen, ja, die sich auf Gott verlassen. Wir sind für unsere Wege selbst verantwortlich. Welche Wege wir gehen? Was sind das für Wege? Die Wege der Sünder und Gottlosen und die Wege der Gerechten und Gläubigen und Gesegneten. Lass uns kurz nachdenken. Die Wege der Sünder sind Wege, wo man Leute ausbeutet, ausraubt, wo man andere betrügt, wo man lieblos andere behandelt, ungerecht andere behandelt. Das sind die Wege der Sünder. Die Wege der Sünder sind die Wege unserer Gesellschaft. Wenn du genau anguckst, unser System ist verdorben, ist ein gottloses System, was wir haben. Da werden Leute manipuliert, da redet man falsches Zeug ein, man macht den Leuten Angst, Panik und man jagt dann nachher und da ist nichts da. Bis heute hat man noch nicht diesen Virus Corona gesehen, so ähnlich wie man Atom nicht gesehen hat, das ist nur in der Fantasie, dieser Atomkern und so weiter, nur noch als gemaltes Bild. Aber wie gesagt, aber dann redet man den Leuten was ein, das ist etwas Furchtbares unter uns. Corona ist nicht schlimm. Also in aller Liebe, die Leute um Corona rum, was aus dem Corona ein Geschäft machen, die sind schlimm. Die sich verschworen haben und die Leute ausbeuten, belügen und betrügen, die dann andere über den Tisch ziehen. Der Weg der Sünde, schau an, diese gottlosen Menschen heutzutage, die dann den Partner ausspannen, die andere mobben, die immer berechnen sind. Es sind unverschämte Menschen, die einfach auf Kosten anderer sich dick und fett fressen, in aller Liebe. Es sind ungesegnete Wege, was unsere Gesellschaft heutzutage geht. Da wird nur ausgebeutet und ausgeraubt und dann enden sie letztendlich in Sackgassen, in Chaos und Streit und im Krieg. Und erst über den Krieg kann man wieder eine neue Weltordnung schaffen. Der Weg der Sünder ist, dass man anderen Schaden zufügt, andere krank macht, andere kränkt, andere verletzt, andere verwundet, andere runtermacht, anderen Menschen Herzleid zufügt. Das sind die Wege der Sünder. Oder, dass man Rufmord begeht und Rufmord ist schlimmer als der Mord. Man macht einen Menschen schlecht und das leidet er sein Leben lang. Wenn du jemanden köpfst, dann ist er tot und hat er ausgestanden. Aber Rufmord ist, wo einer ein ganzes Leben lang leidet. Andere erniedrigt, das ist der Weg der Sünder. Andere diffamiert. Deshalb sagt die Bibel, du sollst kein Falschzeugnis reden über niemand. Du sollst nicht richten. Und mit welchem Maß wir messen, so wird auch bei uns gemessen. Der Weg der Sünder ist, über andere falsche Behauptungen aufzustellen, Gerüchte zu verbreiten. Die ganze Boulevardpresse, dies geht den Weg der Sünder. Der Weg der Sünder ist spalten und trennen. Freimaurer bestimmen diesen Weg der Sünder, teile und herrsche. Die Humanisten machen das Gleiche. Unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, die ganze Demokratie, die ganze Wirtschaft, das ganze System ist aufgebaut, teile und herrsche. Spalte, trenne die Leute, bring sie auseinander und dann hast du die Kontrolle über die Menschen. Das ist der Weg der Gottlosen. Der Weg der Gesegneten ist Liebe. Der Weg der Gesegneten ist Einheit. Der Weg der Gesegneten ist Eintracht. Wie heißt es in der Bibel? Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern miteinander wohnen. Da ist der Segen wie das Öl vom Aaron, das läuft den Bart runter, auf sein Kleid und so weiter. Der Weg Gottes ist der natürliche Weg, der normale Weg, der Weg von Anfang an, der Weg der Liebe. Der natürliche Weg ist, ja, lass beides wachsen bis zur Ernte.
Und dann, erst in der Ernte, dann wird man untersuchen und herausstellen, feststellen, was war gut und schlecht. Der Weg des Segens ist, dass wir die Schwachen tragen. Der Starke soll dem Schwachen, dem Kränklichen, dem Gebrechlichen dienen, ihn pflegen, ihn versorgen, ihn umgeben. Wenn man den gesegneten Weg geht, dann bringt man seine Frucht, nach dem, was ich im Psalm hier gelesen habe, zu seiner Zeit, zu einer bestimmten Zeit. Vielleicht kriegst du nicht den Lohn, den Segen, die Anerkennung, den Lob zu deinen Lebzeiten, aber hernach wirst du es erfahren. Es hat sich ausgezahlt, es hat sich gelohnt. Der Gesegnete ist überall gesegnet. Er hat Gottes Beistand und er ist von Gottes Beistand abhängig. Und ich denke nur, der Abraham, der sagt, ja, Lot, du kannst links gehen und rechts, egal, du kannst wählen, wo du hingehst. Überall bin ich sicher, bin ich geborgen, bin ich gesegnet. Und Abraham wählt die karge Gegend im Gebirge da irgendwo. Und er ist gesegnet, auch wenn er nichts üppig hat, nicht zu viel hat. Er ist gesegnet. Der Gesegnete ist überall gesegnet. Ob er allein ist oder im Wohnwagen wohnt oder wo er auch immer wohnt. Er hat den Gottesbeistand, der Herr ist bei ihm. Er ist nicht von seinen Umständen abhängig, was um ihn herum passiert. Er braucht keinen übertriebenen Aufwand oder Medienrummel oder Massenaufgebote. Er ist gesegnet. Mir ist wohl in dem Herrn. Der Gesegnete braucht nicht viel. Selbst mit wenig erreicht er unheimlich viel. Welches 5 Brötchen und 2 Fischlein, da kann der Herr Jesus Tausende speisen. Der Gesegnete ist überall gesegnet, er ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbach. Der verdorrt nicht, seine Blätter verwelken nicht. So lese ich in der Bibel, so ist der Gerechte, der Gläubige. Der überdauert Krisen, Katastrophen, Stürme, Erschütterungen, Trockenperioden. Selbst wenn er mitten in der Wüste ist, seine Wurzeln gehen bis in die Tiefe. Das ist wie ein Palmbaum. Weißt du, was ein Palmbaum ist? Der hat tiefe Wurzeln. Ein Palmbaum, hat man festgestellt, hat bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln. Der geht ans Grundwasser. Der lebt aus ganz anderen Quellen. So, der überdauert jeden Mangel und er trägt seine Frucht zu seiner Zeit. Der Gesegnete kommt mit den Engpässen im Leben zurecht. Und wir müssen, ihr Lieben, 2021 mit unseren Engpässen zurechtkommen. Und es wird Engpässe geben. Es wird Kurzarbeit geben. Es wird Arbeitslosigkeit geben. Es wird all diese negativen Dinge, wovor die Leute sich fürchten, das wird alles geben. Da wird es ja Konkurse geben. Da wird es Inflation geben. Da wird es, und ich bin fest überzeugt, ich fühle, der Heilige Geist hat mir das am Anfang des Jahres gezeigt, dass wir in Kürze, gar nicht so lang her, wir werden irgendwann unser Bargeld verlieren. Es wird kein Bargeld geben. Jetzt bezahlen wir schon alles nur mit der Karte. Und da heißt es immer, bitte bezahlen Sie an der Kasse mit der Karte, damit sich die Verkäuferin sich nicht schmutzig machen mit dem Bargeld und angesteckt werden. So, es wird alles eng werden in unserem Leben. Aber der Gerechte kommt mit der Enge, mit Mangel zurecht. Der kann sagen, Psalm 31 und da 23, und das wird sich herausstellen, und mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Selbst wenn es mir was mangelt, mir wird nichts mangeln, denn der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf rechter Straße, führt mich zum frischen Wasser. Gott weiß, wo meine Quellen sind. Die sind verborgen. Das weiß das Schäfchen selbst nicht. Das wissen die Regierenden nicht. Das weiß auch nicht der Schäferhund, wo die Wasserquelle ist. Das weiß nur der Hirte. Unser Hirte ist Jesus Christus. Lob und Dank. Der Gesegnete kann mit Fehlschlägen leben und zurechtkommen. Er ist wie ein Baum, der neben einem Wasserstrom wohnt und zieht aus dem Wasserstrom seine Energie und seine Kraft. Und er bringt Frucht zu seiner Zeit. Weißt du, manche Leute denken, die müssen das ganze Jahr über Frucht bringen. Es ist nicht wahr. Es ist kein Muss. Es ist keine Verpflichtung. Er bringt die Frucht, wenn es reift, zu seiner Zeit. Im Herbst irgendwann, vielleicht auch im Winter nachher, wenn es gelagert werden muss. Er bringt seine Frucht. Und wir müssen bedacht sein auf die Frucht, die wir bringen sollen. Nicht, was die Leute von uns erwarten. Mach das, mach dies und jenes. Er überspringt nichts, der Gerechte, der Gläubige. Er lebt in einem Rhythmus. Sein Leben ist geregelt. Und ich will ein paar Gedanken sagen. Was ist der Weg des Gesegneten? Der Weg des Gesegneten ist, dass er einfach alles geregelt lebt, ein geregeltes Leben führt. Bei ihm ist alles geregelt. Aufstehen ist geregelt, Schlafen gehen ist geregelt, Gottesdienst ist geregelt. Das ganze Leben ist geregelt bei dem gläubigen, wahren gläubigen Menschen. Und ich werde ein paar Wahrheiten sagen aus meiner eigenen Erfahrung. Das ist alles organisiert, das ist alles geplant.
Der Gesegnete ist in einem Zyklus. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag faul sein, nichts tun, im Bett liegen, spazieren gehen, Vögeln zugucken und was weiß ich, was du machen sollst. 6 Tage sollst du arbeiten. Das ist Gottes Gebot. Und dann sollst du Pause machen. Die meisten Leute, die schuften, arbeiten, werkeln und so weiter, und die erreichen nichts im Leben. Je mehr du arbeitest, desto weniger erreichst du. Du musst Pausen einlegen und nicht nur schlafen. Und wir sind nicht im Schlaraffenland. Selbst im Himmel werden wir nicht im Schlaraffenland sein oder im Paradies. Da musste der Adam auch arbeiten und er musste Bäumchen anbinden, Sträucher hochziehen und was weiß ich was. Der Gesegnete lebt in einem Zyklus. Der Gesegnete tut nicht spontan so aus dem Bauch raus, so als reflexartig oder aus dem Gefühl, jetzt sollte ich beten, jetzt sollte ich singen, jetzt sollte ich in die Versammlung gehen, jetzt sollte ich Gott loben und preisen. Nein, der macht es regelmäßig. Der macht genauso weiter wie bisher. Der unterbricht nichts, der übertreibt nichts. Das ist der Weg des Gesegneten. Der lebt nicht in ein gespanntes Verhältnis. Ach, Geschwister, der Herr kommt bald, jetzt müssen wir endlich beten. Nein, ich bete, auch wenn der Herr nicht kommt. Und er wird nicht so schnell kommen. Was, immer wenn die Leute sagen, der Herr kommt bald, dann wird er nicht kommen. Aber er kommt wie ein Dieb in der Nacht. So, der Gesegnete, er hat seine festen Gebetszeiten. Schau, studier mal die Bibel. Zur gewohnten Zeit gingen Maria und Josef nach Jerusalem. Zur gewohnten Zeit gingen sie in den Tempel. Elia baute den Altar nach der Regel Gottes. Als morgens brachte das Morgenopfer oder das Abendopfer, je nachdem. Er hat seine feste Zeiten gehabt. Jetzt ist 6 Uhr, jetzt muss ich mein Abendopfer bringen. Es gibt regelmäßige Zeiten und deshalb auch das Geben. Wir sollen regelmäßig unseren Zehnten geben. Und der Zehnte ist berechnet, 10% von meinem Einkommen. Und der Gläubige weiß, was er tut. Ich gebe meinen Zehnten am Anfang des Monats. Und da muss ich nicht groß nachdenken, wie, wann, wo. Ja, er gibt, was er hat. Er weiß, was er hat. Er ist alles berechnet. Und du wirst reich. Und bitte hör mir gut zu. Du möchtest reich werden. Und ich habe in Heilbronn ein paar Millionäre gehabt. Und die haben mir gesagt, wie sie reich geworden sind. Die haben mir gesagt, du musst regelmäßig was sparen. Regelmäßig 1 Euro in die Sparbüchse stecken. Jeden Tag 1 Euro. Das tut dir nicht weh. Da stirbst du auch nicht dabei. Da wirst du auch nicht verhungern. Regelmäßig 1 Euro in die Kasse stecken. So hat mir einer erzählt, so ist er reich geworden. Und so spare jeden Tag 1 Euro. Das ist nicht viel. Was ist das für so viele, denken die Leute. Weißt du, aber am Schluss vom Jahr hast du 365 Euro. In 10 Jahren hast du 36.500 Euro. Und wenn du dann 50 Jahre alt bist, in die Rente gehst, dann hast du am Schluss 182.500 Euro Geld auf der Kante. Aber nur jeden Tag 1 Euro sparen. Und einfach nicht benutzen, einfach dann irgendwo im Sparstrumpf reinstecken und du hast 1 Euro. Josef hat hier den Ägyptern, dem Pharao befohlen, nütze die fetten Jahre, nütze die gute Zeit. Und ich sag euch eines, so viele Leute haben nicht die gute Zeit genützt. 2019, 2018, 2017, 2016. Verstehst du, sie haben nicht genützt. Und jetzt, wir haben nichts. Da stehst du vor dem Nichts. Josef lässt die fetten Jahre nützen, sammelt in die Scheunen für die 7 oder 8 oder 10 mageren Jahre. Der Segen Gottes ist kein Wunder. Also manche Leute denken, der Segen Gottes ist was Wunderbares. Nein, es ist etwas ganz Normales, stinknormales, der Segen Gottes. Macht es regelmäßig. Die Griechen sagten, nicht durch die Kraft hüllt der Tropfen den Stein aus, sondern durch das Regelmäßige. Immer platsch, plätsch, 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 plätsch. Sondern das häufige Fallen des Regentropfens höhlt den Stein aus. Der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt erhält deine Zähne frisch, dass es immer geguckt wird, ist alles okay. So viele Leute, die leben nur spontan. Jetzt habe ich Zahnschmerzen. Bitte, Herr Doktor, kommen Sie ganz schnell. Nein. Regelmäßig Gesundheitscheck. Regelmäßig Besuch, dass ich mit meinem Wagen zum Kundendienst, zum Fahre und Ölwechsel machen, immer das Regelmäßige ist das, was sich auszahlt im Leben. Der Segen Gottes liegt auf das Regelmäßige. Regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Was will ich denn davon? Ich will dir Beweis antreten. Gott belohnt das Regelmäßige mit langem Leben.
Der David sagt, ich möchte lieber im Haus Gottes wohnen und einen Tag in deinem Haus, oh lieber Gott, ist genauso, als wenn ich 1000 Tage woanders leben würde. Wissenschaftler in Amerika haben 2012 also eine Publikation rausgegeben und die haben von 1990 bis 2012 Leute untersucht und geforscht, 75.000 Personen in dieser Richtung und in der anderen Richtung untersucht und sie haben festgestellt, dass die Leute, die mehrmals im Jahr und oder öfter sogar in der Woche zum Gottesdienst gingen, dass sie länger gelebt haben. Der Mensch, der in der Gegenwart Gottes lebt, der lebt länger. Die Kirchgänger, egal jetzt, da wurde nicht untersucht, Pfingstler, Baptisten, nein, Katholiken, da wurden alle untersucht. Also auch Moslems wurden untersucht, also religiöse Menschen, die in Gottesdienst gehen, die leben länger. Wenn ein Mensch in die Kirche geht und betet, dann tut er für seine Seele etwas, haben sie festgestellt. Nur für seine Seele. Diese Wissenschaftler haben also untersucht, von Menschen von 19 bis 60 Jahren, also nur Menschen im Berufsleben und so weiter, aus welcher Konfession auch immer. Und sie haben festgestellt, dass Leute, die nicht in der Kirche gehen, Kirchenabstinenzler und so weiter, dass sie viel früher sterben, viel früher Krankheiten bekommen, zivile Krankheiten wie Krebs und das andere mehr. Und Menschen, die in der Kirche gehen oder Gottesdienst gehen, haben weniger Herzleiden gehabt, waren optimistischer, waren weniger ängstlicher, weil die waren in einer Gemeinschaft, die haben Freunde um sich gehabt, die waren nicht einsam, verbrachten mehr Zeit in sozialen Gruppen, waren weniger einsam. Das war das Ergebnis von 75.000 Menschen, die untersucht worden sind, die jetzt in Kirche, Gottesdienst oder ja, in Bibelgruppen gingen und sie ihr Sterberate waren viel niedriger, die lebten also länger. 29% lebten von diesen Leuten länger als die, die nicht in der Kirche gehen, im Vergleich. Der Segen ist es, und da haben sie festgestellt, dass wenigstens einmal oder zweimal im Jahr der Priester sie segnet, die Beichte abnimmt, wo sie entlasten und in der Seelsorge waren, was auch immer ist, oder Krankensalbung, wenn sie krank waren, bekommen haben. Das hat die gesegnet und ihnen geholfen. Kirchgänger haben weniger Krebs gehabt und selbst wenn sie Krebs hatten, haben sie viel schneller überwunden und abgehakt. Sie haben die Leute ganz bestimmt nicht nur im Bibelbelt dort um Texas rum untersucht, sondern quer durch die USA, ein Querschnitt. Und sie haben gesagt, sie haben was für ihre Seele getan. Ich bin in Saragossa in Spanien mal, wollte morgens in diese Kathedrale gehen und da kommt ein Geschäftsmann, legt seinen Koffer und Seidenanzug, zwei Reiher und kniet sich hin und dann hat er gebetet, kurze Zeit, steht auf und dann, wir haben dumm geguckt, damals nur nebenbei, dann sagt er, das muss ich machen, sagt er in Englisch, das muss ich machen, ich habe wichtige Entscheidungen zu treffen und ich muss den Herrgott fragen, wie geht's weiter. Du siehst, vernünftige Leute, die tun was für ihre Seele. Der Zusammenhalt ist größer bei Menschen, die glauben, die in religiösen Gruppen sind. Ihr Immunsystem ist gestärkt. Bruder, kannst du für mich beten? Verstehst du? Da macht so viel aus, wenn du jemanden hast, der an dich denkt, für dich betet, für dich einsteht. Das macht einen robuster. Das haben diese Wissenschaftler festgestellt, nur nebenbei. Sie sind belastbarer, sie sind kräftiger auch im Leben, meistern ihr Leben besser. Die Gemeinschaft gibt ihnen mehr Spannkraft und Ausdauer. Das sind die Ergebnisse, die ich hier rausgelesen habe aus dieser Reportage. Der Gottesdienst hat irgendwie, selbst wenn sie nicht so super fromm und religiös sind, aber sie waren dort, das gibt ihnen ja Inspiration für ihr Leben. Das motiviert sie, hat einen günstigen Einfluss auf ihr Denken, dass sie abgelenkt werden, dass sie nicht immer nur auf die Sorgen schauen. Es war eine wichtige Untersuchung von 1990 bis 2012. Es macht viel aus, wie man sein Essen einnimmt, ob man für sein Essen dankt, Gott lobt und preist. Lasst uns mit Danksagung das Essen einnehmen. Ich möchte es betonen, so wie mein Vater gesagt, wir sind keine Schweine. Die Schweine grunzen wenigstens noch, bevor sie zum Futtertrog gehen. Aber der Christ, viele Christen machen das nicht, die nehmen wir selbstverständlich. Ja, ich habe dafür gearbeitet, das ist ja mein Geld. Aber stell dir mal vor, du hast keine Gesundheit, du hast keine Kraft, du kannst nicht arbeiten, du hast keine Arbeit. Ja, und was machst du dann?
Ein Schiffbrüchiger im Atlantik, von dem wird berichtet, das habe ich euch auch neulich mal erzählt, der überlebte 3 Wochen in einem Boot als Einsamer, der sich auf dem Meer trieb und im Meer verdurstet. Man hat 3 Tagen, man kann Salzwasser nicht trinken, man verdurstet im Meer. Und dann hat er etwas gemacht, er war Christ, er hat das Wasser mit der Hand geschöpft und Gott gepriesen und gedankt und dieses Wasser getrunken. Er hat 3 Wochen überlebt, bis er gefunden wurde. Sogar das Wasser kannst du entsalzen in aller Liebe, wenn du mit Gott zusammenarbeitest. Gott hat Salz geschaffen und Gott kann Salz aus dem Wasser nehmen und das Wasser gut machen. Kein Mensch kann das überleben. Und die haben sich gewundert, aber der hat überlebt. War nicht krank. Gehe den Weg eines Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Das ist das alles. Geh den Weg des Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Mein Thema ist hier heute, also der Weg des Gesegneten. Fange an, für andere zu beten. Das ist der Weg des Gesegneten. Und Gott wird dein Schicksal ändern. Ich denke nur an Hiob hier. Hiob 42, Vers 10. Als Hiob für seine Freunde betete, da wandte der Herr für ihn alles zum Guten. Und er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Als Hiob anfing, für seine Freunde zu beten. Und ich will hier ein paar Wahrheiten sagen. Geh den Weg des Gesegneten. Bete für deine Kritiker, die dich kritisieren, so wie diese Freunde des Hiobs. Sie haben nichts Böses gemacht. Sie haben gesagt, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, du tust zu wenig, was weiß ich, was du alles machst. Er hat für seine Feinde gebetet. Fang an, für deine Feinde zu beten. Fang an, für deine Widersacher zu beten und du wirst gesegnet werden. In der Bibel heißt es, du sollst deine Feinde segnen. Fang an, für Problemmenschen, Problemkinder, Problempartner zu beten. Fang an, für die schwierigen Nachbarn, die dich da denunzieren oder was weiß ich jetzt in dieser Corona-Zeit, fang an, für die zu beten. Denk an sie, wünsch ihnen das Beste. Fang an, für deine schwierigen Nachbarn zu beten. Und du wirst Wunder erleben. Fang an, den Weg eines Gesegneten zu geben. Weißt du, was der Abraham gemacht hat, als er hörte, die Gerichtsengel gehen nach Sodom? Der fing an, für Lot zu beten. Oh, lieber Gott, das ist mein Neffe unten. Bitte rette den Neffen und bitte rette auch die Leute in Sodom, wenn es möglich ist. Und dann handelt er mit dem lieben Gott, schachert. So nenne ich das hier. Er schacherte mit Gott. Herr, wenn es 50 Gerechte in dieser Stadt sind, wirst du die Stadt vernichten? Nein. Der wird nichts tun. Und er ist bis auf 10 runtergeschachert. Und er hat für Sodom gebetet. Er hat einmal sogar den König von Sodom aus seiner Gefangenschaft befreit. Das sind ja Gottlose, das sind ja Ferkeln, das sind Schweine, das sind Verbrecher, das sind unmoralische Menschen. Nein, fang an, für die unmoralischen Menschen zu beten. Bete für die, die du nicht verstehst, die dich nicht verstehen. Bete für die, die vom Teufel besessen und geritten werden. Bete für diese Menschen. Bete für die Menschen, die dir Schaden zufügen, die an dir immer nur rumnörgeln. Bete für die Menschen, die dich kränken, dich beleidigen, die dich nicht ausstehen können. Bete für die Menschen, die dir Geld schulden. Weißt du, dir Geld schulden, die irgendwas dir nicht zurückgeben, was sie geklaut haben, oder dich übervorteilt oder benachteiligt haben. Bete für die Menschen, die dir nichts gönnen. Was ich hier spreche, das spreche ich aus der Seelsorge, was ich immer wieder in der Seelsorge im Laufe von 50 Jahren erlebt habe. Bete für diese Menschen und dann wird Gott dein Schicksal ändern. Bete für die Menschen, die dich verdammen. Bete für die Menschen, die dir deine Arbeit zerstört haben. Bete für die Politiker, die jetzt mit Corona alles vermiest und vermasselt haben. Fang an, für diese Menschen zu beten. Herr, segne den Spahn. Weißt du, der ist jetzt selber in Spannung. Verstehst du, seine Medikamente, die nicht bestellt sind. Gestern habe ich gesagt, aus einer Pulle wollen sie 6 Leute impfen, was normalerweise nur für 5 Leute gedacht ist. Jetzt wollen sie sogar, haben sie sich überlegt, 7 Leute aus einer Pulle zu impfen. Was heißt, verstehst du, das ist nur noch 1/7 kriegst du von dem Medikament, was dich gesund machen sollte. Wo ist da diese Spritze, für die die Leute so gehofft haben? Bete für die Leute, die sich so verrechnet und daneben lagen in der Politik. Und das ist eine ganze Menge. Wenn du dafür betest, nächstes Mal wirst du für die Leute wahrscheinlich nicht wählen. Würde ich es auf jeden Fall so machen.
Bete für die Leute, die Spannungen verursacht haben, für Spannungen gesorgt haben. Bete für die Menschen, die deine Beziehung zerstört haben, dein Mann, deine Frau ausgespannt haben, die deine Kinder genommen haben. Bete für das Sozialamt. Bete für das Sozialamt, was einfach dich benachteiligt. Fang an zu beten. Bete für die, ja, die dich mit Corona angesteckt haben. So wie dieser Pastor dort im Ruhrgebiet. Der sagte, oder der hat geschrieben, sagte, ich muss jetzt dem Bruder vergeben, der mich angesteckt hat mit Corona, dass er mich unnötig in den Arm genommen hat und dass ich nicht aufgepasst habe. Ich bin selber schuld. Du musst ja dir selber sogar vergeben. Aber ich vergebe dem Bruder, der mich angesteckt hat, dass ich 14 Tage in der Quarantäne war, dass ich 14 Tage nicht in den Gottesdienst gehen konnte, dass meine Gemeinde geschlossen war, wurde. Ja, vergib ihnen. Bete für deine Konkurrenz. Ja, das ist der Gesegnete, der betet für die Konkurrenz. Das ist furchtbar. Und das ist Glaube, meine Lieben. Das ist Religion. Das ist nicht nur Halleluja, 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 lieber Gott. Nein, hier ist praktisches Christentum angesagt. Der Weg des Gesegneten ist praktisches Christentum, mehr nicht und nicht weniger. Im Psalm 1 heißt es hier, und was er tut, das gedeiht. Was er tut, das funktioniert. Das entwickelt sich positiv. Du bekommst Abstand von der ganzen Geschichte und du gehst mit neuem Elan und Pep und ja mit neuem Mut und Kühnheit auf die Sache zu. Neue Blätter sprießen, neue Knospen, neue Blüten sind da und seine Blätter verwelken nicht. Halleluja. Geh den Weg des Gesegneten und bleib auf diesem Weg. Und zwar kontinuierlich. Nicht nur ab und zu mal, sondern nimm dir das vor. Da habe ich Probleme und von daher kommen meine Probleme. Fang an, für diese Problemfälle zu beten. Mach aus deinen Problemen Projekte. Halte dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet. So steht es im Psalm 37. Halte dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet. Bete für deine Widersacher und so weiter. Und wenn es dir gut geht, halt, schau, ausschau nach Menschen, denen es gut geht, die glücklich sind, die gesund sind, die munter sind. Und halt dich an Gesunden. Als ich in Marseille in Südfrankreich war, und da erzählte mir eine Schwester aus, als ich dort den Gottesdienst gehalten habe, erzählt mir und sagt, bei uns im Dorf oben in den Bergen, da war es üblich, wenn jemand krank war, dann suchten wir den gesündesten Menschen im Dorf und der Gesündeste wurde mit dem Kranken ins Bett gesteckt und der Gesunde macht den Kranken gesund. Der Gesunde. Halt dich an den Gesunden, nicht an Kranken. Von Kranken wirst du noch kränker. Von Schwachen wirst du noch schwächer. Von Leuten, die Misserfolg haben, wirst du noch mehr Misserfolg haben. Von Dummen wirst du noch dümmer. Entschuldigung. Halt dich an Gesunden und du bleibst gesund. Die Gott loben, springen, Sport betreiben und vieles andere mehr. Halt dich an erfolgreichen Menschen und du bleibst erfolgreich. Halt dich an den Starken und du wirst stark werden. Oh, mein Bruder, meine Schwester. Ach, die sind wie die Elefanten, die gehen durch dick und dünn. Halte dich an den Gläubigen und du wirst gläubig und gläubiger und am gläubigsten und was weiß ich auch, was du noch alles wirst. Weißt du, geh mit Zweifler um und du wirst anfangen zu zweifeln. Geh mit Kritikern um und du wirst anfangen zu kritisieren. Ja, das ist nicht. Ach, das ist auch nichts und das war auch nichts. Geh mit positiven Menschen um. Halte dich an erfahrenen Leuten und du wirst nicht fehlgehen. Bei den Weisen wirst du immer klüger. Geh den Weg des Gesegneten. Bleib auf diesem Weg und du wirst gesegnet werden. Was auch immer sein mag. Halte dich an Menschen, die glücklich sind. Du wirst glücklich. Halte dich an unglücklichen Menschen, die nur Misserfolg haben, die nur Mist bauen in ihrem Leben, die nur ja nicht sind, Mangel haben und Nöte haben. Und du wirst runtergezogen werden von diesen Leuten. Wir sind so gerichtet und ausgerichtet, dass wir immer nach oben wollen. Wenn du so im Schwarzwald, ich weiß nicht, woanders auch, wahrscheinlich auch, wenn so Wald gerodet wurde, dann bleiben immer ein paar große Bäume stehen, so als Überhänger, die bleiben stehen, damit die kleinen Bäumchen immer hochgucken. So groß wie der will ich auch werden. Ja, orientiere dich an Menschen, die dich anspornen, nicht die dich runterdrücken und runterziehen. Gott bietet dir seine Partnerschaft an. In der Bibel heißt es, lasst uns wegsehen und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Halt dich an dem Gesegneten. Im Wort Gottes heißt es einmal, habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt, was er wünscht.
Halte dich an den Weisungen Gottes. Ich spreche über den Weg des Gesegneten. Halte dich an seine Offenbarungen. Halte dich an seine Gesetzen und Verordnungen. Wir sind nicht gesetzlich. Ich halte nichts von Gesetz. Aber was jeder von uns hat in seinem Leben, ein Monogramm Gottes, ein ungeschriebenes Gesetz. Halte dich an diese natürlichen Normen, an natürlichen Richtlinien. Halte dich an den Standarten Gottes, diese Grundlagen Gottes, an seine Vorgaben, und ein Strom des Segens wird von deinem Leibe fließen. Halte dich an diesem Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn deine Seele befriedigt ist, und das haben die Wissenschaftler damals festgestellt, wenn du innerlich gesättigt bist, wenn du geistlich entspannt bist, es läuft ganz anders, wie geschmiert und geölt. Mit dir selbst und mit deinem Leben bist, wenn du da zufrieden bist, bist du glücklich, bist gesegnet, dann läuft alles ganz anders. Dann gehst du mit viel größerem Elan an die ganze Sache ran. Dann bist du gesegnet, du hast Rückendeckung, du weißt, der Herr ist mit mir. Wer kann mir schaden? Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir Rückendeckung haben. Gott hilft uns nicht, aber Gott gibt uns Rückendeckung. Er sagt, ich bin mit dir, alle Tage bis an der Weltende. Und wenn du das weißt, dann springe ich über die Mauer, dann riskiere ich, dann gehe ich Risikos ein, dann fürchte ich mich nicht. Gott ist mit mir. Auf der anderen Seite fängt er mich auf. Ich komme an. Wenn du mit Gott übereinstimmst, mit Gott zusammenarbeitest und das Gleiche tust, was er will, auf der gleichen Wellenlänge bist, nicht gegen Gott rebellierst, das ist der Weg der Sünde. Der Sünder rebelliert gegen Gott. Warum? Weshalb? Wieso? Aber der Gerechte, der ist mit Gott einverstanden. Wenn du mit Gott einverstanden bist, und das ist das Geheimnis des Glaubens, um gesegnet zu werden. Ja, Herr, ich bin mit dir einverstanden, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Das ist das Geheimnis des Segens. Nicht mehr und nicht weniger. Der Segen ist nichts Abnormales, nichts Verrücktes, nichts Supergeistliches, das ist stinknormal. Also für mich auf jeden Fall, und auf diese These vertrete ich auch, wenn du mit Gott auf der gleichen Wellenlänge bist, du bist gesegnet, du bist von der Gottheit erfüllt, mir ist wohl. Ich bin da, wo Jesus ist, und ich tue das, was Jesus will. Ich gehe auf seine Lehre ein, auf seine Formeln, auf sein Rezept. Ich arbeite nach Gottes Rezept. Und wenn du das machst, dann wirst du nie was falsch machen. Also ein bisschen Mehl und ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Und dann rührst du ein paar Mal rum, dann ein bisschen Wasser drauf. Wenn du das machst, nicht zu viel und nicht zu wenig, dich hältst an die Regeln Gottes, dann wirst du eine leckere Speise zubereiten können. Wenn du nach Gottes Schema arbeitest und handelst, wirst du die Resultate haben, die hier auch in der Bibel uns beschrieben werden. Der Weg des Gesegneten ist so einfach, so narrensicher. Das musst du nur tun. Wenn du das tust, was er dir sagt, wirst du aus Wasser Wein verwandeln können, wenn es darauf ankommt. Das ist keine Sensation, das ist ein ganz normaler Weg. Dann bekommst du das, was du willst. Dann wird dir alles zufallen. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird solches alles euch zufallen. Sorge für das Reich Gottes und Gott sorgt für dein Imperium, für deinen Bereich, für deine Arbeitsstelle, für deinen Wohnbereich, für deinen Körper, für deinen Tempel, für deinen Leib. In 5. Mose Kapitel 8, Vers 1 und folgende Verse, da lese ich hier, da sagt der Herr dem Volk Israel, bevor sie in das gelobte Land drüber gehen, haltet euch genau an alle Gebote, die ich euch heute wiedergebe oder weitergebe. Haltet euch an all diese Gebote, die ich euch weitergebe. Mach das, was ich dir sage, sagt der Herr, dann fährst du gut. Dann wirst du keine Pannen, keine Pleiten, kein Pech und nichts haben. Und dann werdet ihr am Leben bleiben. Dann ihr werdet größer werden, das Land einnehmen und so weiter, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Und dann heißt es weiter, erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. 40 Jahre durch die Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten. Gott ließ uns in Corona hineingeraten. Halleluja, Lob und Dank. Du sagst, Bruder, mal du, das spinnst du. Doch, ich spinn. Er hat dir gesagt, und ich ließ euch in Schwierigkeiten geraten, damit ihr lernt, mit dem Leben umzugehen. Du lernst zu kämpfen, wenn du Schwierigkeiten hast. Ohne Schwierigkeiten wirst du dumm bleiben.
Deshalb müssen Soldaten ständig im Krieg sein, ständig üben, üben auf dem Exerzierplatz oder sonst auch wo. Die müssen mit den Schwierigkeiten fertig werden. Du musst mit deinen Schwierigkeiten jetzt lernen, fertig zu werden. Das ist der Weg des Gesegneten. Aber Herr, ich habe gedacht, wenn ich dir nachfolge, dann habe ich keine Probleme. Nein, da hast du 10-mal mehr Probleme. 10-mal Kämpfe. Da wirst du angegriffen. 7-mal der Teufel jagt dich. Satan begehrt euer. Und dann musst du lernen, dich zu wehren. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. Und so wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Gott testet uns. Auch unsere Zeit. Also ich habe keine Probleme mit Corona. Ich lebe guten Mutes. Und wenn ich Prüfungen habe, dann bestehe ich diese Prüfungen. Dann gehe ich weiter, mache ich dies und jenes. Gehe in den Untergrund oder gehe aufs Dach. Verstehst du? Von oben dann runter. Egal, ich werde mich nicht kümmern. Gott prüft uns. Kannst du mit meinen Geboten leben? Kannst du nach meinem Willen leben? Fragst du nach dem Herrn? David befragte den Herrn. Ich lese hier weiter. 5. Mose 8. Und er legt euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Was? Wie bitte? Doch. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Und dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er legte euch Entbehrungen auf. Was machst du, wenn du Not hast? Dann lernst du beten in den Notzeiten, in Krisenzeiten, in Schwierigkeiten. Wenn es nichts mehr da ist, dann machst du aus irgendetwas. Da wirst du erfinderisch. Die Not macht die Leute erfinderisch. Die großen Entdeckungen wurden in Notzeiten gemacht, nicht in Halleluja-Zeiten. In Notzeiten. Er legte euch Entbehrungen auf und legte euch Hunger. Wie geht man den Weg des Gesegneten? Die meisten Leute denken, das geht alles so glatt wie, ach ja, wunderbar, der Herr ist mit uns. Nein, da ist nichts da. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Aus nichts. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von einem jeglichen Wort, das durch des Herrn Mund geht. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch gemeint hat. Und er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Daran könnt ihr erkennen. Schau auf deine Fehler. Schau auf diese Erziehungsmethoden, wie Gott dich erzieht. Durch Prüfung, durch Leid, durch Höhen, durch Tiefen, durch Krisen. Durch Abstieg, durch Aufstieg. Gott erzieht uns. Beachte deshalb seine Weisungen. Beachte deshalb seine Weisungen, lebt so, wie es ihm gefällt und habt Ehrfurcht vor ihm. Du musst nicht groß Theologie studieren, du musst nur Ehrfurcht vor Gott haben. Ich möchte mich nicht an Gott versündigen, kannst alles machen sonst. Ich will nicht an Gott mich versündigen. Ja, du kannst machen, was du willst. In der Bibel heißt es nicht, das hat Augustinus gesagt. Hat er gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst und dann kannst machen, was du willst. Du sollst nur Ehrfurcht vor Gott haben, von ganzem Herzen ihn lieben. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Ja, aber durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Er ist reich an Grund, das Land ist reich an Grundwasser, an Quellen, an Bächen, die in den Bergen und in den Tälern entspringen. Er gibt dort Weizen, Gerste, Weintrauben und Feigen, Granate, Äpfel, Oliven und Honig. Und ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Das hat Gott gesagt. Das ist das gesegnete Leben. Aber du musst auf seine Weisungen hören, achten. Was hat er gesagt? Was will der Herr? Und vielleicht musst du zweimal fragen, was willst du, lieber Gott, von meinem Leben, auch jetzt in den nächsten Wochen, Monate? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich reagieren? Wo soll ich mich melden? Wo soll ich einen Antrag stellen? Weißt du, viele Leute, die denken, der Segen fällt vom Himmel runter. Nein, der wird nicht vom Himmel runterfallen. Für den Segen musst du was kämpfen, was tun, was unternehmen. Da heißt es hier weiter, 5. Mose 8, das Gestein des Landes enthält Eisen. Ach, das ist hart. Und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Das ist das Land. Das ist nicht Honig und Milch. Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Fang an, Gott für die Kleinigkeiten zu danken. Sogar fürs Eisen sollst du Gott danken. Und für Kupfer. Auch für Pfennige, die du noch hast, verstehst du?
ohne Cent, verstehst du, kleinen Cent, die sind auch da. Wir haben das nicht mehr lang. Wir werden das nicht mehr lang haben. Aber ihr werdet dort alles haben. Und dann Gott für das, was er euch geschenkt hat. Und dann hütet euch. Wie gehe ich den Weg des Gesegneten? Und dann hütet euch, ihn zu vergessen und seine Gebote, seine Weisungen, seine Ordnungen zu missachten, die ich hier damals, also Moses, diesen Israeliten geboten hat. Dann das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser habt und diese schönen Häuser bewohnt. Wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern, dann könntet ihr überheblich werden und werdet euren Herrn und euren Gott vergessen. Und das haben die Leute hier gemacht in der Corona-Zeit. Deshalb, ich bin Gott dankbar, dass denen alles weggenommen ist, Singen weggenommen ist, Beten weggenommen ist, Gottesdienst weggenommen ist. Verstehst du? Und jetzt zeigt sich, wer echt ist und wer nicht echt ist. Wer nur ein falscher 50er ist, der nur mitgelaufen ist mit der Kirche und mit der Gemeinde und zum Gottesdienst kam, wenn es gut ging, wenn die Straßenbahn fuhr. Verstehst du? Aber was wirst du machen, wenn da keine U-Bahn mehr fährt? Ganz am Anfang, als wir noch in der Friedrichstraße waren, da waren rumänische Flüchtlinge, die kamen von Wannsee bis zur Friedrichstraße zu Fuß zum Gottesdienst. Wo sind die Leute heute, die zu Fuß so viele Kilometer auf sich nehmen und zum Gottesdienst gehen? Bald einen halben Tag waren die unterwegs, weil die haben kein Geld gehabt, es waren Flüchtlinge. Wir haben den Flüchtlingen geholfen. Aber hier, wenn es euch so gut geht, vergisst ihr den Herrn. Und als es den Leuten wieder gut ging, haben sie den Herrn vergessen. Aber so, als es ihnen noch so schlecht ging, da haben sie auf den Knien gebetet und dergleichen. Dann waren sie für alles dankbar. Aber sobald es einem wohl geht, vergessen wir den Herrn. Und dabei hat er euch doch aus der Sklaverei befreit, hier 5. Mose 8. Er war es, der euch durch die große schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione lauerten. Der Weg des Gesegneten. Guck mal, Gott hat uns geführt, sagt hier Moses. Gott führt uns, wo die Schlangen lauern, wo die Skorpione lauern. Und wir müssen lernen, auf Skorpione und Schlangen zu treten im Neuen Testament. Gott gibt uns Vollmacht. Und er wird euch weiterführen. In diesem ausgedörrten Land ließ er für euch Wasser aus dem harten Felsen hervorquellen und hat euch Manna zu essen gegeben, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch danach umso mehr mit Gutem zu segnen. Warum Gott uns manchmal so karg, kurz hält oder so knapp hält, warum macht er das und so weiter? Damit er uns umso mehr noch beschenken kann, umso mehr noch segnen kann. So wie es diesen Hiob, dass er doppelt segnet. Psalm 37, Vers 4 lese ich weiter. Suche die Gunst des Herrn und er wird dir die Wünsche deines Herzens gewähren. Suche die Gunst des Herrn, dass du die Gunst Gottes hast in deinem Leben. Lebe in seiner Präsenz, in seiner Gegenwart. Und Psalm 16, Vers 11. Und du wirst Fülle haben. Fülle und Freude. Du wirst das Leben genießen. Ach Herr, du hast aus so wenig so viel gemacht. Gehe 2021 den Weg des Segens, auch wenn es noch so ungesegnet aussieht und zugeht. Stell dich auf das Leben in der Wüste ein. 2021 wird ein Wüstenleben werden. In aller Liebe, denkt von mir, was ihr wollt. Könnt aufschreiben. Pastor hat gesagt am 2. Januar 2021, das Leben wird ein Wüstenleben werden. Die Erde, das Leben hier bei uns in der Bundesrepublik wird mit mehr und mehr verwüstet werden. Stell dich auf übernatürliche Versorgung und Segnungen Gottes ein. Ja, Herr, wir leben nicht mehr von all dem, was der Staat uns gibt. Der Staat ist bald selbst pleite. Der Staat muss selbst bald Konkurs anmelden. Was auch Europa geht, den Bach runter. Es wird gar nicht mehr lange dauern. Lerne jetzt schon aus der Hand Gottes zu leben. Und viele werden noch nachtrauen. Oh, 2020 war ein so wundervolles Jahr. Auch wenn wir Lockdown und Shutdown und was weiß ich, was wir alles hatten. Es war doch so ein schönes Jahr. Es wird nicht mehr so sein und so bleiben, wie es war. Wir werden durch das Tal der Todesschatten marschieren müssen. Wir werden von den Panikmachern noch mehr Angst bekommen, zugefügt wird. Corona ist für mich nicht das Problem. Nein, sondern alle, die Corona aus dem Corona-Kapital schlagen und uns mit all diesem Zeugs vergriffen.
und sich damals mit Corona versündigt haben und jetzt kriegen sie den Geist nicht mehr zurück. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Was würden die Politiker heute geben, wenn sie wieder zurückholen könnten? Den ganzen Corona-Beschwörern, ja, denen geht es genauso wie den Söhnen des Käfers in der Bibel. Die wollen den Teufel austreiben, Corona verbannen. Und jetzt springt Corona sie an, zieht ihnen die Hosen runter, blamiert sie, stellt sie bloß und sie werden mit dem Leben nicht mehr fertig. Und Corona zeigt die Machtlosigkeit der Politiker. Mit Corona legt man sich nicht an. Ja, legt man sich nicht an. Halt dich an das Wort Gottes. Lass Gott für dich arbeiten, für dich streiten und kämpfen. Er wird dich bewahren vor der Versuchung, die den ganzen Erdkreis erfasst hat. Dieser Dämon, dieser Geist Corona hat den ganzen Erdkreis erfasst. Und er wird euch bewahren. Warum? Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses. Gott hat die Weltgeschichte in der Hand und nicht die Eliten, nicht die Politiker, nicht die Mediziner, auch nicht die Spritze. Sowas Blödes. Die Spritze, die Hoffnung der Menschen, auf die sie gehofft haben. Gott ist unsere Hoffnung, nicht die Spritze. Nicht die Medikamente. Verstehst du? Ich rate den Leuten, wenn sie manchmal Medikamente nehmen müssen, manchmal musst du Medikamente nehmen und wir sind den Ärzten dankbar, dass es Medikamente gibt. Dann sage ich, nimm diese Medikamente, danke dem Herrn, preise dem Herrn. Herr, das ist Gift. Aber ich nehme dieses Gift im Glauben, in Jesu Namen und es wird mir nicht schaden. Im Gegenteil, das, was mir schaden sollte, das wird mir nützen. Das wird mich heilen. Wir müssen lernen, ganz anders zu beten. Die meisten Leute wissen nicht, was man beten. Es ist nicht nur Vater unser und Ave Maria. Beten ist ganz was anderes, dass du diese Dinge in der Hand nimmst und sagst, Vater, ich danke dir, ich preise dich, Halleluja, dass das Glas schon halb leer ist oder drei Viertel leer ist. Und ich danke dir, dass du dieses bisschen Wasser segnest. Fang an, dein Wasser zu Hause zu segnen, wenn du trinkst. Dein Wasser ist sowieso vergiftet. Selbst wenn du glaubst, dass du das reines Wasser trinkst, es gibt kein reines Wasser. Da ist alles so viel Mischmasch drin. Was glaubst du, wie viel Medikamentenreste dort sind, selbst wenn das Wasser geklärt ist. Und du wunderst dich, warum bin ich krank? Wie viel Antibiotika, was nicht abgebaut ist, in deinem Wasser ist, egal wo es herkommt. Du musst das Wasser segnen. Der Herr segne dein Wasser, der Herr segne dein Brot. So steht es in der Bibel. Ja, fang an, ganz anders zu beten. Gott hat die Weltgeschichte in der Hand und nicht die Eliten. Ich werde morgen darüber sprechen. Der Herr regiert, der Herr hat alles unter Kontrolle. Du solltest jetzt lernen, das Geld, das du hast, richtig zu gebrauchen. Geschwister, Gott hat mir gezeigt, du hast vielleicht Geld, kauf dir was Gescheites, gescheite Schuhe, gescheite Hosen, gescheite Jacke. Verstehst du? David Wilkerson hat einfach in seinem Buch Vision, das ist ja schon in den 70er Jahren das Buch publiziert worden, die Vision, der hat den Leuten geraten, vernünftiges Sachen zu kaufen, stabile Sachen zu kaufen, kein Ramsch, was irgendwo aus China kommt, nein, Qualitätssachen zu kaufen. Deine Kleider, deine Schuhe sind nicht durchgewetzt worden. Weißt du, Gott hat was Stabiles den Kindern Israel gegeben und Gott will, dass du was Stabiles hast und Bargeld wird bald abgeschafft werden. Gott wird dich versorgen mit allem, was du brauchst, auf seine Art und Weise. Und deshalb, ich rate den Leuten, kauft gescheite Sachen. Die bleiben, nicht so billige Sachen irgendwo aus China, Bangladesch oder was von Kinderarbeit, von Kinderhänden gemacht worden ist. Er selbst garantiert dir deine Zukunft spätestens 2022. Da bin ich fest überzeugt, wird es kein Bargeld mehr geben. Das wird der Vergangenheit angehören. Kannst du nachher nur an der Wand irgendwo deinen 100-Euro-Schein einrahmen. Das war mal unser Geld, so wie man es heute D-Mark hat. Verstehst du? Da findest du noch irgendwo im Buch einen D-Mark-Schein versteckt. Und dann sagt er, ja, guck mal, das war noch Geld. Wir erleben jetzt schon einen großen Umwandlungsprozess vom Bargeld zum digitalen Geld, dass es nur noch auf Papier alles läuft. Weil so viel Geld kann die Regierung in Europa und in den USA Dollar nachdrucken. Das ist ja gar nicht mehr gedeckt. Früher war das Geld noch mit Gold gedeckt. Aber heute ist das Geld nur noch Klopapier. Entschuldigung. Eine Insolvenzwelle nach der anderen wird über Deutschland und über Europa hinwegrollen wie ein Tsunami. Und du wirst jetzt erleben, ja, jetzt geht's weiter. Preise, meine, es ist die Spritze da.
Verstehst du? Bei einem Tsunami geht zuerst mal das Wasser weit zurück und dann, mit der großen Wucht kommt es wieder zurück. Denk nur an Tsunami, was 2004 war, hier im Indischen Ozean. Ja, da, plötzlich wird es Inflation geben, da werden die Betriebe runterfallen wie die Nadeln von einem Baum hier. Wenn es trocken ist, verstehst du? Die fallen von selbst runter. Firmen werden pleite gehen und die werden vor der Stunde der Wahrheit stehen. Ich sage das, damit du vorbereitet bist. Ich will dir nicht Angst machen. Ich will nur sagen, wo du mit deiner Angst hin solltest. Geh zu Jesus, zum Herrn. Red mit ihm. Sag, Vater, du bist ja mein Vater. Du weißt, was ich brauche. Du weißt, wie es weitergehen wird mit meiner Firma. Wie in den Tagen Elias. Weißt, Gott hat den Elia versorgt am Bach Krit. Das ist die eine Phase gewesen in seinem Leben. Die ersten 18 Monate. Aber jetzt kommt die zweite Phase. Dann sagt Gott plötzlich zu Elia, Elia, geh nach Sarepta. Dort habe ich einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Diese Witwe war eine gläubige Frau. Es war eine besondere Witwe. Gott sieht das Herz der Witwen und Waisen auf jeden Fall. Und Jesus sah im Tempel, wie da eine Witwe Geld spendet. Sie dreht da ihren Groschen zweimal rum. Das tut ihr so, wie es dir spart, sich ihr vom Mund was ab, um mit dem Herrgott den Armen was zu geben, Barmherzigkeit zu üben. Es war eine besondere Witwe. Jesus lobt diese Witwe. Und diese eine Witwe in Sarepta war auch so eine fromme Witwe. Die hat zwei Buben gehabt. Und sie hat alles abgespart. Und dann sagt sie, oh Gott, jetzt ist meine letzte Mahlzeit. Ich habe nicht mehr Mehl. Wir werden heute unseren Pfannkuchen backen. Und dann, wir wollen sterben. Und sie geht raus. Und stell mal vor, dieser Elia, dieser prophetische Geist, das ist so ein Bild für Prophetie, für Vision und so weiter, der macht sich auf und im richtigen Augenblick treffen sich die beiden zusammen, die Witwe und der Prophet. Stell dir mal vor, einen Tag später wird die Frau schon tot, hätte keinen Pfannkuchen mehr und Elia würde sagen, ja, Gott, wo ist das Wunder? Du hast doch gesagt, du wirst mich versorgen. Ja, wir müssen im Timing Gottes gehen, mit Gottes Uhren funktionieren, so wie der Herr es will. Es ist so wichtig, dass du in Gottes Zeitplan bist. Mit Gott gleich, im Gleichschritt. Gott schaut auf die richtige Gesinnung, auch hier in der Endzeit. Es ist so wichtig, unsere Grundeinstellung, unsere innere Haltung. Herr, auf dein Wort werde ich das und das tun. Und Jesus hat gesagt, niemand hat mehr gegeben als diese arme Witwe, die von ihrem Mund abgespart hat. Und Gott will die Witwe versorgen. Und Gott will deine Familie versorgen. Ja, und sie gehorchte, was der Prophet sagte. Und wir müssen lernen, auch dieser Prophet Elia ist so ein Bild für den Heiligen Geist. Wir müssen lernen, was der Heilige Geist uns sagt zu tun. Auf diesen Propheten zu hören. Ich weiß nicht, ob sie den Propheten gekannt hat. Oder ob sie von den Propheten was gehört hat. Oder ob sie so geistlich war, dass sie diesen Elia sofort erkannte. Das ist der Prophet Elia. Wer weiß es. Sie gehorchte. Sie handelte im Glauben. Sie brachte den Pfannkuchen raus, bevor sie und die Junge es auch was zu essen bekommen haben. Zuerst der Herr trachtete zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und sie wurde 18 Monate übernatürlich versorgt. So sind gesegnete Menschen. Sie tun, was der Prophet sagt. Was die Stimme Gottes sagt. Was der Heilige Geist sagt. Ohne den prophetischen Geist, ohne der Vision, ohne der Offenbarung, ohne der Begegnung mit dem Elia hier, wäre die arme Frau verhungert. In aller Liebe, der hätte noch so viel Holz sammeln können. Ohne dem Wort Gottes verhungern die Menschen, wenn sie das Wort Gottes nicht haben. Deshalb, um zu überleben, brauchst du das Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Viele werden die Corona-Krise nicht überleben. Die kommen unter die Räder. Kann man nicht helfen, sowieso. Ja, weil sie auf Gott nicht hören. Die hören, was der Pfarrer sagt. Was der Priester sagt, was der Politiker sagt, oder was ich, der Pastor sagt, nein, die sollen auf Gott hören. Das ist A und O. Was er euch sagt, das tut. Und hier in Kana ging Wein aus, und in unseren Tagen wird noch viel mehr ausgehen als Wein. Im Gegenteil, Wein und Öl tasten nicht an, hat Gott gesagt hier. Also wir werden genug Öl haben und genug Wein haben, aber Gerste wird es nicht geben, dies wird nicht geben, jenes wird nicht geben. Mein Gott im Himmel, ich danke dir, dass du hier auch mir und uns allen hier die Dringlichkeit des prophetischen Wortes
zeigst. Gib den Menschen, die jetzt meine Predigten hören, Wegweisung und Orientierung. Herr, dass sie heute, morgen und übermorgen und nächste Woche noch leben. Die ganze Welt kommt in eine große Hungersnot, in eine große Krise. Der fahle Reiter ist schon unterwegs. Der Bachkrit ist schon am Versiegen und du willst deinen Propheten, deinen Diener, dein Kind weiterführen und du willst uns bewahren vor dieser Katastrophe, die jetzt auf diese Welt zusteuert und zufliegt. Oh Gott, wie gut ist es, dass wir rechtzeitig hier erkennen die Zeichen der Zeit, dass du uns warnst von deinem Wort und du tust nichts, ohne vorher zu warnen, ohne vorher anzukündigen. Und Herr, du lässt uns die Zeichen erkennen. Wir sind vielleicht jetzt auch gerade dabei, Holz zu sammeln wie diese Witwe und die letzte Henkersmahlzeit zuzubereiten. Aber Herr, ich danke dir, dass wir den Propheten treffen, das Wort Gottes hören und dass das Wort Gottes uns auf den richtigen Weg bringt. Und Herr, und dann wird uns nichts mangeln, dann wird uns nichts fehlen. Herr, du führst uns auf rechte Straße, damit wir gerettet werden, bevor der letzte Pfannkuchen gegessen wird und wir sterben. Nein, Herr, du willst uns retten im letzten Augenblick. Und du hast versprochen, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Danke, Herr, für diesen heutigen Abend. Danke, Jesus. Amen.